Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Planet Nomads. Ja, steigen wir mal gerade aus und wir schauen, wir wollten hier einen, sag schon, neuen Beacon hinmachen, also einen Punkt, und es hat ein Update gegeben übrigens, und es gibt neue Klötze und sowas. Hier sieht man, das ist ein 3x3 Klotz. Dies ist eine Rampe, Raised Floor. Ja, ein paar größere Einheiten gibt es sozusagen. Das ist Licht. Das ist der Beacon. Den wollten wir haben, ne? Den haben wir da unten noch nicht drin. Ich glaube, wir wechseln den dahin aus. Healing Light. Ich glaube, den gab es letztens auch noch nicht. Den ändern wir mal dahin. Da gibt es auch zwei jetzt mal. Ne, einer ist oben, einer. Okay, das hatten wir schon. Indoor Light, Wall Light, ja, das sind wohl neue Sachen. Suspension hatten wir schon. Hier sind die Dinge, sag schon, Rotating Plate, das ist der Motor oder Generator. Hier ist der Fußboden 3x3, das ist auch neu. Ja. So ein paar Sachen sind es halt, die neu sind. Oh, die Treppe, die gibt's auch noch nicht so lange. Aber die ist auch neu wohl. Das ist auch neu. Oh, hier sind vielleicht sogar noch mehr. Ja, hier sind noch ein paar Sachen mehr. Outward Wall Corner, okay. Inward Wall Corner. Short Outer Wall, hier sind auch neue Teile, denke ich. Ramp hatten wir, ja, okay. Base Foundation, ja. Ja, da sind die neuen. Da sind neue Dinge bei, sagen wir es so, neu. Basic Prefab, das ist es hier, ne? Ja, gut. Es ist jetzt fürchterlich dunkel geworden, wir sehen nichts mehr. Dann gehen wir mal hier gerade ins Scheinwerferlicht. Oder wisst ihr was? Wir können auch gerade hier nochmal an die Seite gehen. Mal, wir haben jetzt die 7. Oh. Etwas größer. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, dann ist es anders. Gut. 0 war der kleine Klotz. Hatten wir jetzt einen großen ausgewählt? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten den Achterbeacon. Den setzen wir jetzt dahin. Dann den Sechser. Dann müssen wir gerade umschalten. Und den anschließen, ne? Schalten wir den ein. Ist jetzt angeschlossen? Ne, jetzt ist er angeschlossen. So. Und. Ja. Ah, da ist er. Jetzt leuchtet er. Das war unser Ziel. Gut. Ausmachen. Wir gehen auf Taste 1. Und jetzt würde ich gerne nochmal das B nehmen und gerade so einen großen Klotz nochmal runterziehen. Nehmen wir jetzt mal gerade auf A1. Und dann dahin. Und jetzt machen wir die 8, war das, ne? Und die 8 war es nicht, es war die 7. Machen wir mal da dran. Ja, ich glaube, das kriege ich von hier aber nicht angeschlossen, ne? Nee. Dann bedeutet das, wir machen da nochmal die 6 hin. Dann nochmal den angeschlossen. Und. Ja, das war schon richtig. Ah, da. Und dann gibt es tatsächlich ein Licht.
Okay. Das ist ein sehr schönes Licht, das ist nicht zu grell, nicht Punkt, sondern macht flächig Licht, das ist cool. Okay. Dann nochmal die 7 bitte. Erst B, dann 7. Dann dahin. Dann nochmal anschließen. Das. Und da haben wir da auch Licht. Sieht doch cool aus, oder? So. Ja. Damit haben wir hier wieder was mehr geschafft. Ja, mal schauen, wie weit man das sehen kann dann, oder? Gut. So. Dann geht die Fahrt weiter gen Osten eigentlich, oder? Mal gerade so. So, und am Horizont war dann der Berg, den wir besteigen wollten, ne? Ja, fahren wir weiter. Mal gucken. Sehe jetzt leider nicht, wie weit wir das dann noch sehen könnten, ne? So, weiterfahren. Habe ich damals auch nicht geguckt, wo wir von unserer Station weggefahren sind, wie weit man den Beacon sehen kann, ne? Ja, müssen wir gucken. Hier geht es jetzt berg hoch, glaube ich. Fährt sich nämlich nicht gerade schnell. Dann können wir noch sehen. Gut, fahren wir weiter. Mal kaputt gefahren, das Blatt. Ja, fährt nicht gerade schnell, ne? Aber ist halt so. So, hier geht's so runter, ne? Müssen wir gerade nochmal gucken. Ah, den Beacon sieht man noch. Weiter geht's. Okay, bergab. Bergauf. Das ist wieder so ein schicker Baum. Einmal aussteigen, einmal gucken, ist noch zu sehen. Ja, und es wird, glaube ich, heller, ne? Der nächste Tag fängt an. Ja, ist schon. Wieder geht's bergauf. Dürftig, aber stetig. Danach geht es wieder ein Stück runter. Noch ein Tal vor dem Berg oder was? Sieht wohl so aus. Okay, einmal aussteigen, einmal gucken. Ja, der Strahl wäre noch zu sehen, ganz schön weit weg eigentlich schon. Das würde bedeuten, einen anderen könnte man eigentlich auch sehen, wenn er in der Nähe wäre. Aber hier ist die Vegetation ein bisschen anders. Diese Büsche hier, wo wir gerade dran vorbeifahren, habe ich noch nicht so gesehen, ne? Auch nicht am Anfang, wo wir losgefahren sind. Okay. Einmal nochmal aussteigen, gucken. Der leuchtet ziemlich weit. Okay, Berg hoch. Ja, Wagen fährt, aber. Da ist die Frage jetzt, ne? Also die Vegetation, ist das ein bisschen mehr geworden durch das Update oder ist das einfach nur ein anderes Biom, wo wir hier sind? Ist schwierig zu sagen jetzt, ne? Vielleicht haben wir sowas reingemacht. Was ich gelesen hatte, war eigentlich nur große Teile sind reingebaut.
Es war jetzt auch schon dieses eine Licht mit reingebaut, ne? So, und jetzt sind wir auf der Spitze. Naja, nicht ganz, weil da rechts sieht es noch höher aus, aber da wollen wir gar nicht vorbeifahren. Mal gucken. Ja, sind wir so weit weg, dass wir es nicht mehr sehen würden. Oder man sieht es nur bei Nacht? Könnte sein, nein. Ich denke, man hätte es auch noch sonst gesehen. Ja, diesen Baumart kenne ich noch gar nicht. Das ist ein anderes Biom hier. So einen Baum hat man, glaube ich. Osten geht die Sonne auf, ne? Wie man das da hinten auch schön sehen kann. Ja. Schön so zwischen den Bäumen her, diese schicken Sonnenstrahlen. Nicht schlecht gemacht. Allerdings hinter der Scheibe, an dem Rahmen da, dass das da so ist, war vielleicht jetzt nicht so richtig, aber naja, Designerfehler. Oh, das ist hier so Metall angehalten, auch interessant. Das war, glaube ich, vorher noch nicht, ne? Sind die Anzeigen ein bisschen anders? Könnte vielleicht auch sein, oder? Ja, wer weiß. Und es geht wieder berghoch. Sonne hinter Wolken. Ja. Bergauf geht's jetzt mal wieder. Ganz schön steil hier. Müssen wir gucken. Jetzt bleiben wir da hängen. Oder? Drei. Nee, fährt noch. Fährt noch. Fährt immer noch. Ein bisschen will ich mehr nach Osten noch. Und wir kommen schon hoch. Gut. Die Sonne ist hinter den Wolken versteckt. Okay, das hatten wir geschafft. Jetzt ist es mal nicht mehr so bergig. Weil wir sind schon wahrscheinlich ganz oben. Ja. So eine rote Fläche. In der Größe kann ich mir nicht entsinnen, dass wir es am Start hatten, oder? Okay. Jetzt geht's wieder hoch ins Gebirge. 5, noch was. 6. Jetzt gehen wir wieder unter 5. Genau, 4. Jetzt wird's gerade schneller. Ich weiß gar nicht warum. Mal was umfahren. 4,440. Ja, müssen kämpfen. Das sah gar nicht so steil aus von beiden, ne? Ja. Vielleicht wäre ein besseres Auto auch nicht schlecht gewesen, ne? Wieder was umgefahren, noch was umgefahren. Oh. Dafür hat es nicht gereicht, das umzufahren. Jetzt. Und an dem zweiten hängen wir fest. Zurück und wieder vorfahren, dann geht das schon. Da ist er weg. Mehr nach rechts, dann ist da mehr Osten. Ja, die Kuppe ist aber schon fast erreicht, oder? Ist noch auf den nächsten Metern oben sein. Okay.
Schöne Gegend gerade hier. Sieht ganz schick aus. Geht's nochmal hoch. Und jetzt geht's nicht mehr hoch. Jetzt geht's nur noch gleich runter. Ah, diesen Hubbel noch. Und dann kommt der nächste Berg erst etwas später. So, da haben wir eine Ebene. Okay, viele Steine sind da. Fährt schnell runter. Okay. Den Stein müssen wir mal gerade vorbei. Nicht mehr so schnell unterwegs, weil wieder ebenerdig. Okay, diese Bäume kenne ich nicht, also das muss woanders sein. Ja, schick sehen die aber aus. Gut. Ja. Aber momentan bin ich jetzt der Meinung, wir halten hier mal an und überlegen mal, was wir weitermachen, ne? Das ist alles rot hier. Krass, oder? Schön an diesen zwei Bäumen hier, die so toll sind. Ja, da ist auch ein dicker Baum. Schickes Auto haben wir. Gut. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es dann, wie gesagt, hier reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.